Liebe Anklammerinnen, liebe Anklammer, mit 2020 geht ein Jahr zu Ende, das uns überrascht und verunsichert, oft genervt, vielleicht auch verängstigt und in jedem Fall viel abverlangt hat. Dieses Jahr wurde vor allem von einem Thema bestimmt, der Corona-Pandemie. Ob in unserem engsten Familien- und Freundeskreis, in unserer Stadt und unseren Ortsteilen. Die Pandemie trifft uns alle und verändert die Begegnungen mit unseren Mitmenschen. Unser Miteinander, unsere Arbeit und unsere Freizeitgestaltung. Schulen, Senioreneinrichtungen, Kirchen, die Gastronomie, Theater und viele weitere Institutionen und Einrichtungen mussten in diesem Jahr ihre Türen schließen. Zahlreiche Veranstaltungen von sportlichen Events bis hin zum Hansefest wurden abgesagt. Gesichter verschwinden zur Hälfte unter einer Mund-Nase-Bedeckung. Bodenmarkierungen erinnern uns an das Abstandsgebot. Und vor Geschäften warten wir mitunter erst ein paar Minuten draußen vor der Tür. Auch die Arbeit in der Verwaltung der Hansestadt Anklam und bei uns, den ehrenamtlich tätigen politischen Gremien, wurde an die neuen Gegebenheiten angepasst. Dies lief nicht immer alles reibungslos und hat mitunter etwas Geduld abverlangt. Dennoch geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt tagtäglich ihr Bestes, um die ständige Flut an neuen Informationen aufzubereiten, sie bei allen Fragen und Unsicherheiten während der Pandemie zu unterstützen und alle Dienstleistungen der Verwaltung auch unter schwierigen Bedingungen anzubieten. Hierfür unseren aufrichtigen Dank. Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen. All dies tun Sie und wir, um unsere Mitmenschen und uns zu schützen. Wir tun es aus Rücksichtnahme und Solidarität. Und nicht nur das. Neben allen Einschränkungen und Belastungen, die das Jahr mit sich brachte, zeigte sich 2020 einmal ganz deutlich, mit welchem Elan und Herzblut Anklammerinnen und Anklammer sich engagieren und ein freundschaftliches und angenehmes Miteinander leben. Unsere Aktion Gemeinsam für Anklam konnte knapp 28.000 Euro an Spenden einsammeln für regionale Vereine. Auch hierfür vielen Dank an alle. Noch kann niemand abschätzen, wie unser Leben in der Hansestadt Anklam im nächsten Jahr aussehen wird. Sicher ist, dass die Pandemie und ihre Auswirkungen uns noch eine Weile begleiten werden. Angesichts des großen Engagements und der Solidarität in unserer Stadt blicken wir dennoch optimistisch auf das Jahr 2021. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, friedliche Feiertage und dass Sie, Ihre Familie und Ihre Nächsten gesund und zuversichtlich bleiben. Auch der Vorstand der Initiativen für Anklam wünscht Ihnen und Ihren Familien besinnliche Weihnachtstage und für das neue Jahr viel Erfolg und vor allem Gesundheit.